Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Android für Intel-kompatible CPUs. Möchte irgendjemand Android auf einem Intel-kompatiblen Rechner installieren? Android-x86 ist ein inoffizieller Port von Googles mobilen Betriebssystem. Das Betriebssystem läuft auf Geräte mit Intel- oder AMD-Prozessoren. Dazu gehören auch Netbooks und Notebooks. Ab sofort gibt es einen ersten Release-Kandidaten der Version 4.4, welche wiederum auf Android 4.4.2 basiert. Die Entwickler haben speziellen Code eingefügt, damit das Betriebssystem reibungslos auf x86-Systemen läuft. Das gilt ganz speziell für Netbooks und Tablets. Zu den Hauptfeatures gehören Integration von FFmpeg. Als Herzstück dient der LTS-Kernel 3.10.30, OpenGL-ES-Hardwarebeschleunigung, dann Upgrades von früheren Versionen sind möglich, Launcher im Stil von Launcher 3, Unterstützung für Multitouch, Wi-Fi, Audio, Bluetooth, G-Sensor und Kamera, die SD-Karte wird simuliert. Externe USB-Geräte und SD-Karten werden beim Einstecken nach Storage-USB-X gemountet. ISO-Abbilder unterstützen hybriden Modus, Unterstützung für mehrere Anwender und Unterstützung für virtuelle Maschinen. Wer zum Beispiel noch ein altes Netbook zu Hause hat, kann das System ausprobieren und unter folgenden Links herunterladen. Und diese findet man auf der Seite www.android-x86.org/download. Hybrides Image, da das ISO-Abbild ein Hybrid ist, kann man es recht bequem auf einen USB-Stick bannen. Und zwar wie folgt: Als erstes herausfinden, was mein USB-Stick ist, vorher natürlich einstecken, dann eingeben LSBLK. So findet man heraus, dass hier zum Beispiel der USB-Stick Adresse /dev/SDB hat. Und so gibt man dann ein DD if ist gleich Android-x86-4.4-RC1.ISO, das ist die Image-Datei, also ISO-Image-Datei, die man hier findet im Verzeichnis Download. Dann Leerzeichen off ist gleich und dann kommt der USB-Stick Schrägstrich dev Schrägstrich SDB. Okay, dann warten und dann sollte das nach einer Weile fertig sein. Android in einer virtuellen Maschine. Das Abbild lässt sich in einer VM starten. Hier zum Beispiel in VirtualBox. Okay. Hier zum Beispiel den Browser starten. Browser schließen. Oder jetzt hier zum Beispiel die Kamera. Oder auch wieder zurückgehen. Sollte der Mauszeiger nicht gehen, geht man wie folgt vor. Man geht auf den Button Ändern. Dann zu der Einstellung System. Und dann gibt es hier unter System die Einstellung Zeigergerät. Und dort stellt man dann ein PS-2 Maus. Und dann sollte der Mauszeiger zu sehen sein. Das war User Paul von Home Screencast. Ciao und viel Glück!